Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sniper Elite 4. Hallöchen. Da steht Achtung drauf. Gut, also da kann man jetzt mit den zwei Leuten reden. Reden wir mal mit dem Lucio. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Ah ja, okay. Aber ich finde irgendwie, wenn man mit den Leuten redet, ist es ganz cool. Ah, du brichst gerade ab. Red nochmal bitte. Hallo? Ja, ich höre dich schon. Okay. Mal. Das war nur. Also, ich finde einfach die Audio, wenn man mit denen redet, so komisch. Als würde man jetzt nicht in der Natur stehen und mit denen reden, sondern wirklich in ja, eine Halle. Das stimmt. Oder auch ein bisschen die Animationen sind auch ein bisschen flach. Ja, gut. Ist ja auch eher ein Shooter und kein Rollenspiel oder so. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich ihrer Sache verpflichtet bin. Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Gut, also ich überlege echt gerade, ob ich die Untertitel ausschalte. Ach so, weil es so. Weil man parallel liest und. Oh nee, es geht gar nicht. Es ist nervig, ne? Hä? Ach so. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Also dadurch, dass man jetzt mit den Leuten redet, aktiviert man die optionalen Ziele eigentlich, oder? Weil wenn man nicht mit denen reden würde, würden die niemals angezeigt werden. Das kann durchaus sein, ja. Ah ja, und hier ist jetzt noch ein Funkgerät. Ach Gott, so kann. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gelino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Naja, gut. Haben wir ja richtig viele Quests. Ja. Irgendwie, Moment. Was, Moment? Ja, da, okay. Okay. Ah, genau, das Flugzeug ist die. Ne, wo sind wir denn hier gerade? Ach, da! Ah, ganz links sind wir, okay. Okay. Ich würde gern mal kurz was an meine Zuschauer sagen. Und zwar die in der in der dritten Folge, also in der letzten Folge, ist das die fünfte oder vierte? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Auf alle Fälle hat es da mal ein bisschen geruckelt. Immer so Mini-Ruckler und das war eine Einstellungssache, ein Problem. Ich sollte behoben sein, also es sollte einigermaßen wieder gehen. Okay, jetzt habe ich es gesehen, wenn ich genau gegen die Sonne gucke, da ist, sind die Mini-Ruckler nochmal. Da, diese Mini-Ruckler, aber ich hoffe mal, dass es dann. Ich werde das ein bisschen beobachten. Mhm. Aber wobei, das sind sie immer noch. Oder verstelle ich, versuche mal eine Einstellung jetzt. Weil ich gerade gut, dass ich da nochmal drauf geguckt habe. So. So. Jetzt sind sie, glaube ich, weg, oder? Wobei. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so einschätzen.
Ah doch, da waren die wieder. Kann auch sein, dass ich Spiel neu starten müsste, damit dies gespeichert ist. Was machst denn du da? Mich beschäftigen. Ja, das ist gut. Ich dort ganz kurz vielleicht das Spiel neu starten. Einen Moment. Kannst du kurz speichern? Speicher. Speicher. Jo. Ist gespeichert. Ist gespeichert. So. Und zwar Steam. Spielen. Spielen. Ja, ich weiß nicht, weil ich habe die Einstellung gemacht, aber habe das Spiel nicht neu gestartet. Und da stand auch, dass manche Einstellungen erst gehen, wenn es neu gestartet wird. Es wurde besser, das habe ich schon gesehen. Als es auf 200% war, hat es extrem geruckelt. Und jetzt wurde es besser, aber ich weiß nur nicht. Mal schauen. Sniper Elite 4. Das war natürlich mittendrin rausge... Kannst du mich nochmal einladen? So. Ich hoffe, dass es Anzeige. Oh, okay. Ja, ich hoffe, dass es jetzt. Achso, ich kann starten, wenn du nicht bereit drückst. Oh. Anscheinend, ja. Oh. Toll. Wieso? Was hat das noch zu tun? Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, die sind immer noch da. Das ist auf 100%. Ja. Also es ruckelt jetzt nicht in-game, sondern nur in OBS, oder? Ja, ruckelt nur in OBS. Also wenn ich die ganz ausmache? Optionen, Anzeige... Ach du Scheiße. Holy moly. Nö, das geht nicht. Ich mache nur auf hoch. Ach, ich weiß nicht. Müssen wir ausprobieren. Nehmen wir jetzt die Folge mal auf und dann... Ich sage einfach mal zu den Leuten... Im Voraus, falls es nochmal auftaucht, sorry. Und im Nachhinein auch schon mal sorry. Tust du jetzt... das zusammenschneiden oder... Nee, ich war die ganze Zeit in Aufnahme. Achso. Einfach war ein Video. So. Achso, okay. Mission starten. Der Gustav! So. Kann man von hier aus schon ein bisschen was sehen? Nee. Was wollen wir als erstes machen? Oder gibt es viele Sidequests auf dieser Karte? Also links geht erstmal runter. Sachen zum kaputt machen, Checkpoints räumen, Fahrzeug zerstören, Transportlager, das Munitionslager, dann das mit dem Piloten und dem Flugzeug. Und noch ein Munitionslager und dann, ja gut. Ach du Kacke. Haben wir was zu tun?
Ja, dann gehen wir so links rum einmal. Kontrollpunkt sichern, Kontrollpunkt sichern, Kontrollpunkt sichern. Wagen zerstören. Sprengladung platzieren. Sprengladung platzieren. Ja, nicht die Sprengladung platzieren. Das ist ja die Hauptmission. Oder. Hey, ich dachte, die Pilot ist die Hauptmission. Warte, Tab? Ne. Ah ja, stimmt. Ach so, ja, dann machen aber, wir das. Mal, aber es war eigentlich immer so, dass man ja die Hauptmission machen konnte und danach ja immer noch die Neben. Ja, ja, aber wenn wir das eh da hinten ist, dann dachte ich, sagen wir, gehen Flugzeug ausfindig machen, dann Pilot finden, dann Kontroll ja. Und dann die Kontrollpunkte sichern, oder? Ja, genau, und dann so rum, genau, so wie es immer. Und das Munitionslager nicht vergessen da unten bei dem Flugzeug dann. Ja, ja, das stimmt. Speicher zerstören, ja. Ja, genau. Sehe schon, es wird nicht so leicht, weil wir hier nicht so viele. Oh, jetzt haben wir schon eine. Hoppala, ich hab schon fast gesehen. Also da hinten sehe ich schon mal einen. Da hinten sehe ich einen. Was? Da ist noch irgendeiner? Der ist doch hier in der Nähe. Aber auf der Map ist nichts angezeigt. Da ist so ein einer, der noch nicht markiert ist. Ist der vielleicht. Ne, hier ist er. Da ist er. Offizier. Ach, da, ja. Ach. Ja, was waren da für Geräusche? Das ist dieses Geschütz wahrscheinlich. Ah. Ich könnte eigentlich. Ah, guck mal, da ist so eine Falle mit dem Baumstamm. Also ich habe voll die geile Position. Da ist einer nicht markiert. Blöd. Steht er direkt hinter da. Ja gut, aber eigentlich. Ich bin ein bisschen mutig und gehe ein bisschen weiter nach vorne. Wenn ich jetzt. Die Unterschallmunition reinhau und dann noch schieß, wenn der Lärm kommt. Dann sollte es doch kein Mensch checken, oder? Normalerweise. Da hinten ist einer nicht markiert. Ja, ich komme mit der Kassette. Haben wir schon markiert? Ich glaube, du musst gar nicht hier einmal drücken. Weil jetzt habe ich das gar nicht eingekreist. Weißt du, das ist jetzt nicht weiß umrandet, aber sehen tun wir es ja trotzdem. Oh, okay. Ich überlege gerade, ob ich den da hinten beim Wasser ausknipsen soll. Eigentlich ist ja da kein anderer, oder? Ich überlege gerade, ob ich den. Oh Gott, das. Falsche Taste. Der Offizier kommt zu dir. Ja, ich überlege gerade, ob ich den vielleicht mit Nahkampf rausnehme. Hast du gespeichert, weil dann würde ich das mal ausprobieren zu schießen, weil ich möchte eigentlich mehr schießen gern. Ist gespeichert? Ups. Hä? Ja, ich hab gespeichert. Okay. Lol, das ist ein fucking Stein und der hört das 50 Meter weit entfernt. Oh, da war noch einer, oder? Ja, ja. Sehr schön. Oh, oh. Kriegst du's hin? Moment. Also den Fragezeichen-Typ, den kann ich wegklipsen, falls es. Ja, also wenn jetzt ein Geräusch kommt. Kann ich ausschalten? Ja. Perfekt. Da ist noch ein. Oh. Die anderen zwei. Haben die das jetzt? Ich weiß nicht, also die sind irgendwie. Alarmiert, oder? Bei mir ist nicht mal ein gelber Kreis, also. Haben die das jetzt gecheckt? Ist bei dir ein gelber Kreis? Bei mir sind es jetzt aufgescheucht, gelb, ja. Aber kein Kreis. Ja, gelb auf der Minimap sind sie bei mir auch, aber. Warte mal kurz. Ah, jetzt kommt alles klar wieder.
Aha. Der läuft jetzt weg. So, oder da. Ich laufe ein bisschen weiter vor. Also es stand alles klar da. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Also den da vorne, den könnte ich killen. Oh, ich könnte beide killen. Kannst du einen killen? Welchen genau meinst du jetzt? Ja, den vorne zum Beispiel. Warte, den markiere ich jetzt. Achso, kann ich nicht markieren, warte. Ja, der nicht mit dem weißen Kreis. Kannst du den killen? Wie mit dem nicht mit... Hätte er doch... Einer hat einen weißen Kreis. Jetzt sind sie weiß geworden. Ja, was weiß geworden? Also erst... Ich habe jetzt einen gekillt. Weil das Absprechen, das nervt mich. So. Jetzt warte ich, bis es wieder leer macht und dann schieße ich den. Scheiße. Komm, Lärm. Was ist denn jetzt? Kommt es heute nochmal? Bam. Ah, okay. So, ach, da hinten sind noch mehr, oder? Oh, das sind doch noch welche. Ja. Verschwunden. Haltet eure Augen offen. Hä? Wobei, dem einen müssen wir aufpassen, weil nicht, dass die irgendwelche Leichen finden. Gott, richtig doof. Boah, das sind nicht wenige hier. Hat das noch nicht markiert? Ach, der kommt zu mir. Trade ich um. Den einen könnte ich auch gut wegschießen, der steht schon alleine da. Jetzt. Ja, es geht also. Ja. So. Oh, da ist einer nicht markiert. Der da. Tja, das sind echt ja, nicht wenige. Ja, die gehen so komisch rum, wie will man die denn jetzt... Müssen wir die überhaupt... Da können wir eigentlich vorbeilaufen, ne? Müssen wir gar nicht machen. Theoretisch, ja. Ja. Da versuche ich doch mal ein bisschen zu schleichern. Außer man macht so, während so ein Ton ganz schnell jeder so viel wie er kann. Ne, das ist gut, das soll nix. Ja, wenn es nicht sein muss, dann kommen wir echt einfach da. Ja gut, aber wenn wir dann da irgendwas zerstören, werdet ihr vielleicht alarmiert, oder? Weil wir müssen hier Flugzeug zerstören, Lager zerstören. Ja, ich bin schon nah dran gerade, aber... Ist halt immer, wenn ich jetzt euch auch einen Nahkampf mache, das sehen die meisten halt, ne? Mhm. Ich überlege gerade, ob ich den einen zumindest mal herlocke. Du könntest aber mal speichern. Ja, so können wir irgendwas machen. So, den einen tue ich jetzt mal herlocken. Ja. Die mal mit Nahkampf. Oh, nicht gut. Was, wir haben einen Toten? Hä? Was? What? Die KI ist so unlogisch.
Weil die sagen ja nicht mal Vorsicht fein, sondern Vorsicht leicht gefunden. Hey. Ja, da ist jemand nicht markiert. Einer rennt zu dir. Ich bin halt direkt hinter denen jetzt, ne? Laufen die ganze Zeit mit mir vorbei und so. Wenn ich pfeife, kommt halt jeder. Spieler gesichtet steht bei mir da. Haben sie dich gesehen? Nein. Wie stand da Spieler gesichtet? Ich überlege gerade, ob ich den einen Typen, der vor mir steht. Ah, das läuft da weg. Scheiße, es kommt der zweite noch dazu. Ja, gut, den einen. Ach, halt, es sind zwei bei dir. Ja, die wechseln die ganze Zeit die. Ich weiß, wenn ich den einen kill, schreit der andere sofort. Jetzt steht wieder alles klar bei mir da. Können wir nicht. Kannst du einen vielleicht mit einem Stein herlocken oder sowas? In den hintersten da irgendwie bei dir? Oder pfeifen ist lauter, glaube ich, wie Stein. Den ist, glaube ich, wenn ich dort einen kill, ist der andere sofort. Du bist doch im Gebüsch oder so, oder? Ja, aber trotzdem, ich bin ja direkt. Das sind es so. Ich bin so nah. Die sehen Warte, ich das versuch, ja alle. Ich versuch auch mal näher ran in so einen Busch zu gehen. Gut, jetzt bin ich einmal näher. Den einen. Die müssen wir irgendwie alle so wie so. Wie so ein Sparmädchen, die müssen wir auseinandertreiben und dann. Moment, den. Einzeln rauspicken. Ja, den einen, der kommt jetzt zu mir, komm. Fantasiert. Hallo, hey, wo läufst du hin, du Depp? Ja, genau, komm her. Geräusch gehört, mhm. Aber das machst du ganz gut, es werden immer weniger. Schmeiß mal was in deine Richtung. Wo schmeiß ich den Stein jetzt hin? Da fehlt doch einer. Ich schmeiß da ganz weit weg was. Hast du das gehört? Geräusch gehört. Sieh lieber mal nach. Ja, Gott sei Dank. Oh, die sind ganz schön. Holy moly. Achso, die laufen das. Hä? Na guck, Gott sei Dank habe ich keinen Stein zu mir geworfen, ey. Aber die könnten wir schnell schön hintereinander ausschalten, eigentlich. Hm. Okay, der eine jetzt. Warte mal. Hä? Wobei, die teilen sich gerade gut auf, eigentlich. Haben sie dich gesehen? Leichnam gefunden. Boah, ich überlege einfach gerade eine Granate zu werfen. Oh, scheiße, ich habe keine Granaten dabei. Na gut, so viel dazu. Ich würde sie gerne eigentlich alle einfach hintereinander abknallen, weil zwei kriegen wir sowieso gleichzeitig in den dritten. Oder jetzt zum Beispiel könnte ich beide. Boah, alle drei auf einmal. Oh, das wäre so schön. Oder wenn die hintereinander stehen. Oh, oh. Hm? Könntest du hintereinander? Oh. Ich könnte die zwei hintereinander. Ich auch. Ah, ich schieße auf den spät. Anderen. Nee, das ist zu spät. Das ist, sowas ist halt blöd, das kannst du nicht abtimen. Aber dass die immer beieinander bleiben, ne? Nicht schlecht. Die Hundlinge, die. Obwohl, der eine da. Stimmt, der eine, den könnten wir uns holen, ne? Was ist jetzt passiert? Oh. Was machen die die ganze Zeit? Oh, oh. Mach dich mal bitte schießen. Der andere noch. Boah. Nice. Das war knapp. So. So, erstmal durchsuchen. Vielleicht haben die ja was Nettes für mich. Genau, stimmt. Sollen wir die eigentlich wieder wegstecken, die Leichen? Glaubst du, da kommt nochmal jemand vorbei? Ja, nicht. Also genau, ganz blöd. Also das Spiel ist eigentlich, geht ziemlich doof um mit den Leichen, muss ich ehrlich sagen. Also dafür, dass es irgendwie so Sniper-Spiel ist, wo man alles heimlich machen soll und sowas, ist es nicht optimal, sag ich mal, muss ich sagen.
Ja, gut, in dem Spiel ist nicht also so. Also wie die regeln, hey, das ist eine Leiche und dann später, okay. Wohl doch nichts und gehen wieder zurück. Okay. Aber ich glaube, in den vorherigen Teilen konntest du die Leichen gar nicht wegbringen. Ne? Also im zweiten Teil ging es auf alle Fälle nicht, das weiß ich. Im dritten Teil habe ich zwar auch gespielt, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Dritter Teil war in Afrika. Da haben wir uns schon mal... Hä? Speicher zerstören? Der bewegt sich? Ja, wie mache ich das? Auf die. Wow, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich muss auf die Reifen schießen. Ich habe einfach nur auf die Munitionskisten geschossen, auf den... Ja, das war mir zu riskant gerade, dass der irgendwie wegkimmt. Das ist der Gegner. Wo? Ah ja, der. Direkt vor uns. Und jetzt hält sie wieder nicht, oder? Aber irgend so ein fucking Stein, den man vor Meter weg ist. Stimmt eigentlich zusammen, das juckt die gar nicht, diese, dass der Laster da explodiert ist. Das interessiert mich. Oh, das gehört dazu. Alles klar. Ist es der einzige da hinten? Wie der einzigste? Ja, ich sehe nur einen Gegner. Alle, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gegner. Ah ja, stimmt, jetzt auf der Minimap sehe ich's. Boah, den anderen lock ich hier, komm, komm, komm her. Moment. Ne, wenigstens nur einer. Nein, nee, ist wenn alle gelb. Weißt du, der Flüsse. Auch das hey, da ist ein Geräusch. Und gefühlt alle Gegner, ne. Oh, der hat was gesagt. Da ist ein Geräusch. Ja, ja das ist auch, dass irgendwie jeder da alarmiert ist, wenn da einen Geräusch. Weil die haben ja keinen Funk oder sowas. Das ist wirklich ein bisschen alter. Das sind gut, so einer ist tot. Holy moly. Schauen wir mal, wie viele herkommen, wenn ich die ganze Zeit Steinchen werf. Uh-huh. Ah, da, ein Geräusch. Das ist eigentlich so lustig. Oh shit. Okay, also mit dem. Da hören sie irgendeinen Stein und flippen total aus. Scheiße, hast du gespeichert? Wenn die zu mir kommen, bin ich voll am Arsch. Ja, hab gespeichert. Alter, wenn jetzt ein Geräusch kommt, schieße ich den einen vielleicht. Moment, wo ist der andere eigentlich? Der ist mir. Oh fuck. Oh fuck. Schau mal, wo ich hin war. Augenblick, da fehlt einer. Ja genau, jetzt fehlt da einer. Das fällt denen auf, wenn da einer fehlt. Lol. Ich schleich mich mal da hoch und nehm den da mit Nahkampf raus. Gott. Der eine kommt da hoch. Ja, und der eine dreht sich jetzt um, wieso auch immer. Komm her. Boah, perfekt, ey, da war gerade das Geräusch nicht mal Nahkampf. Nee. Hat das da unten nicht gehört, das sagt. Ja, so viel dazu. Wieso läuft der vorbei, ja? You don't see me. Ich dachte, ich würde voll gerne Nahkampf machen, aber. Willst du mich verarschen? Sag dir, wenn jetzt ein Geräusch kommt, ich kill den einfach da. Geräusch, komm. Schieß nochmal. Oh nein, versteck dich nicht. Natürlich, jetzt wo es sich versteckt, kommt das Geräusch. Fein zu. Ich find's lustig, dass es da wirklich auf jeder Karte irgendwas so ein Geräusch gibt. Ja gut, ich glaube, das gehört zum Spiel dazu. Klar. Achtung! Sofort wieder. Oh scheiße, das sieht gleich die Leiche.
Ich hab daneben geschossen. Wir kommen alle her, wir müssen gleich alle vernichten hier. Oh shit. Ne, ich könnte auf alle drei schießen, theoretisch. Ja, müssen wir mal. Oh Gott. Suche vorüber bei mir. Warte. Stimmt. Oh, den einen, okay, einen geht weg. Okay, dass da die Leichen liegen, das interessiert dich doch relativ wenig. Ja, ja, das hab ich ja vorhin gemeint. Ja, untersuch den Baum. Untersuch den Baum. So, wenn jetzt. Nicht, dass ich mich im Baum versteck, weißt du. Wow! Ah! Alter, wenn das. Ach, den hast du jetzt erschossen. Alter, sag doch, dass du den. Der steht direkt neben mir. Ich hab den extra nicht erschossen, weil ich dachte, dass die anderen dann wieder herkimmern. Ach so, ich hab. Ja, ich habe ja gesagt, den einen, der schießt. Ja, wie gesagt, das Absprechen ist ziemlich scheiße. Ja, und die anderen zwei können wir jetzt irgendwie synchron killen. Also, ich kann ja eine Klippe killen. Kannst den Offizier killen. Ich komm mal zu dir. Ah, den ja, der Offizier. Hä? Na, jetzt ist er runtergegangen. Hä? Was haben die jetzt? Lol. What? Ich hab irgendwie in den Offizier reingeschossen und den anderen irgendwie ins Knie. Headshot voll ins Knie. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Hast du die Deathcam jetzt gesehen? Nee. Abschuss-Ding? Ja, weil ich gerade selber geschossen hab, glaube ich. Auf beide. Ja, auf alle Fälle sind wir nicht entdeckt worden. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ach, das ist der Flugzeugwrack gewesen. Okay. So viel zu. Ja, ich glaube, wir dürfen uns da nicht so viel scheißen bei dem Spiel, weil das ist echt, also so wie es jetzt. Ich glaube, so richtig ultra heimlich geht. Nee, das da reagieren die da viel zu die sensibel und zu doof irgendwie. Also das ist so. Ja, das ist das Problem. Da kann einer, keine Ahnung, 3 Kilometer wegstehen, du machst irgendjemand ein Messer in den Hals, sondern da hat doch gerade jemand ein Messer ins Hals. Wir haben jemanden verloren! Weißt du, oder du tötest jemanden und er guckt genau in deine Richtung und sagt, da ist eine Leiche, die kippt gerade um. Aber dich dahinter sehen sie nicht. Ja, genau. Oh ja. Yeah. Also, ich muss ehrlich sagen, hätte ich von dem Spiel jetzt gar nicht erwartet. Oder. Teilweise sehr unrealistisch reagiert. Oder der explodiert irgendein Lastwagen. War was? War wohl nicht. Oder so. Ah, da liegt eine Leiche. Ja, okay, passt schon wieder. Nee, ganz merkwürdig. Jetzt machen wir den Pilot finden, ne? Genau. Das ist zum Beispiel, wenn wir von hier aus. Jeweils jetzt zum Beispiel. Einfach einer schießen. Zum Beispiel den da oben. Aber jetzt geht's nicht mehr. Ach, das ist der Pilot. Ist das der Pilot? Warum hat er so ein komisches Zeichen drüber? Das ist Speer, da war irgendwas mit Tutorial gerade gestanden. Ah, okay. Speer kann vielleicht Verstärkung rufen oder sowas. Ich hab's noch nicht gelesen. Jetzt. Bei mir kann aber kein Tutorial. Ach, ich habe aber die Tutorials, glaube ich, auch ausgemacht. Aber wenn wir jetzt einfach immer, wenn ein Geräusch ist, einen ausknipsen, der ein bisschen alleine ist, weil die eigentlich ist scheißegal, ob die alleine sind oder nicht, die reagieren immer gleich. Ja. Und wenn wir da einfach einen ausknipsen und dann uns wieder ein bisschen rückziehen. Zwei rechts da. Ja. Den vorderen. Welchen den nimmst du? Schnell! Jetzt ist es. Nee, jetzt absprechen. Obwohl der andere läuft da gerade hin irgendwie. Hm. Ja, aber wenn der andere zurückläuft, könnte man die zwei erschießen. Und vielleicht den sogar anderen mit. Ja, ich nehme den vorderen. Welcher ist bei dir der vordere? Der ist 77 Meter weit entfernt. 76 Meter weg, ja. Okay, der andere 89. Ich nehme den. Obwohl, ja genau. Also 4, ja, dann mache ich den 86. What? Da ist noch einer. Lol, der ist nicht tot. Lol, der ist nicht tot. Hä, welcher denn? Ich hab zweimal auf ihn geschossen, auf den Offizier. Zweimal. Guck mal, bei mir ist nicht mal irgendwas gelb oder sowas, ne? Da stand nichts mal so alarmiert oder so. Das ist das, was ich meine. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Auf den habe ich schon zweimal geschossen. Auf den also ich glaube, das ganz Stealth gibt's gar nicht. Ich glaube, du kannst es nur machen, damit sie dich nicht sehen als Scharfschütze. Damit du alles... Aber dass jemand da ist, wissen sie immer, glaube ich. Ja.
Ja, ich werde jetzt mal den Speer. Den Speer, da ziehe ich aber auch drauf. Ich schieße gleich drauf. Ja, dann schieße ich nicht. Hä? Ich hab den erwischt und dann ist er rübergebackt, oder? Weil getroffen habe ich den ja. Ja, wie gesagt, den Offizier habe ich vorhin zweimal getroffen, ist direkt. Ist das vielleicht diese Schallgedämpfung Munition, dass sie weniger Schaden macht? Aber wie der dann rübergeslidet ist, hast du das gesehen? Ja, weil der kriegt einen Treffer in die Schulter und läuft einfach mal weiter. Hä, der ist ja nicht weitergelaufen, der ist ja so gerutscht irgendwie, das war ja ganz merkwürdig. Jeder ist ja so ein bisschen getaumelt. Oh, da ist noch einer. Ja, wo? Ach, das sind zwei. Siehst du die zwei? Ah, ne, das sind drei. Sind das zwei oder drei? Ja, wo denn? Ach, da, ja, ich seh's. Ich seh's. Und zwei, oder? Ich nehm den. Links, rechts? Den rechten. Irgendwie geht's grad nicht. Du nimmst den rechten, gut, dann nehm ich den linken. Ich nehm. Ah! Wenn ein Geräusch da ist. Na? Lol, irgendwie. Aber vorne ist doch irgendwas explodiert, dass ich auf den eingeschossen habe. Oh, Moment. Ich kann gerade nicht schießen, mein Herzfrequenzchen ist ein bisschen so hoch gerade. Ah, ja, da kommt noch einer. Der gute andere geht trotzdem rechts. Ich schieße trotzdem der eine, der kniet. Ja, gut, dass der das mitbekommt, ist da. Ja, gut, die waren die ganze Zeit alarmiert. Ich glaube, so gehört sich das Spiel irgendwie, dass du immer wegsnipst. Weil sonst ist es ja schon teilweise kein Sniper-Spiel. Naja. Ja, aber wir haben es, glaube ich, in der ersten Mission echt falsch gespielt, wenn man das so sagen kann. Ein bisschen übertrieben, irgendwie. Ja, den wollte ich auch gerade schießen. Ich glaube, mit der. Ja, die hören das auch nicht mal, oder? Wenn man echt hier richtig. Wenn du weit weg genug bist und so. Und dann im Busch und schallgedämpft. Und hin und wieder auch nur schießt, wenn Geräusche da sind. Achso. Machst du jetzt gar nicht mehr auf Geräusch achten. Nö, ne, das war weit genug weg. Also. Pff. Ich glaube, das Geräusch muss man echt nur nehmen, wenn man wirklich normale Muni hernimmt. Und der andere hat vergessen, was angeschossen worden ist. Nee, der gammelt da oben. Aber dann, ich muss ehrlich sagen, das Spiel an und für sich macht schon Spaß, aber ich finde, wenn du das nicht so ernst spielst, also nicht so dieses richtige Sniper-Gefühl, sondern nur dieses aus dem Busch heraus alle Leute abknallen und die wissen nicht, wo du bist, dann macht es aber nicht so krass Bock. Ich hätte schon mehr Bock, irgendwie noch stealthiger zu spielen. Ja, sodass die gar nicht wissen, dass du da bist, aber die müssen halt dann auch anders reagieren, ist das Problem. Jetzt alles klar. Mhm. Alle ausgeschalten, ist okay. Also das sind doch noch mehr Gegner als gedacht. Oh lol, da hinten sind nochmal zwei. Ui. Ab in Deckung! Aber jetzt habe ich aber zum Beispiel dieses Dreieck da, dass die meine letzte Position, glaube ich, ungefähr riechen. Oder von ungefähr, wo das kam. Deswegen muss ich Platz ändern. Ich glaube, das hat eher mit Platz ändern und so zu tun. Oh, ich habe daneben geschossen. Ist Explosion gehört? Ja, da ist auch ein Fass gerade neben den explodiert. Aus Versehen ist was natürlich nicht so. Wieso stirbst du nicht? Der Speer, der nervt mich ein bisschen. Ah. Komm raus. Komm. Nein, lauf nicht weg. Bleib da, du Sack. Oben auf dem Balkon ist noch einer. Ach komm, jetzt haben wir genau auf den gleichen geschossen, glaube ich. Ah, okay. Hey, ist das jetzt noch? Ja, weil du gesagt hast, lauf nicht weg. Und da dachte ich, du ziehst auf den anderen, der gerade wegläuft und wollte den anderen schießen. Und genau als ich abgedrückt habe, kippt er plötzlich um. Ich habe jetzt keine Unterschall-Munition mehr. Ja, dann wieder ein bisschen auf Geräusch hören am besten. Zum Beispiel jetzt. Der Doom, Doom, Boom. Ach, ich muss jetzt die Uni wechseln. Hey, komm, die zwei da hinten, die knipseln mal weg, oder? Also ich muss Muni wechseln. Wen nimmst du? Ich nehme den Speer. Was?
Was? Welche meinst du? Ach, die zwei. Die interessieren mich ja. Doch gerade gar nicht, Alter. Noch nicht. Das wird auch weg, so gut zum Wechseln. Ah, ich hab gemeint, du meinst die zwei hier. Ah, jetzt läuft der aber andere wieder weg. Dass die das überleben, ich raff das manchmal nicht. Das nervt noch ein bisschen. Jetzt können wir von mir aus die anderen zwei machen. Oh no. Na gut, das war ein totaler Fehlschuss. Ich nehme den linken. Moment. Ach, da ist noch einer. Oh. Was denkst du bitte dran, dass da noch einer ist? Ja. Trotzdem schießen. Ja. Theoretisch geht's ja. Gewöhnlich um die rein. Also beim Geräusch. Okay, du den rechts, ich links. Und den anderen noch dazu. Oh ja, gut, jetzt haben wir. Ach, scheiß drauf. Hä, hey, warum überlebt der das wieder? Also, oh, ich soll die vielleicht nicht schießen mit der normalen Muni. Oh ja, stimmt. Wir haben es ohne Geräusche, einfach bum, 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 bum. Aber ist nichts passiert, ne? Weil schon wahrscheinlich so wenige da sind. Ja, wobei, die anderen haben schon ganz schön, die sind ganz schön aufgeweckt jetzt, ne? Ah, die kommen sogar rüber, wir sollten ein bisschen zurückgehen. Ja. Ich glaube, die durchsuchen jetzt das Gebiet, weil die jetzt gewusst haben, wo das kommt. Ich gehe wieder zu meinem Busch. Oh, hi. Hi. Ja? Wo sind sie denn? Ach, da ist einer. Warum ist der rot? Vielleicht, weil er es gerade aktiv nach uns sucht oder irgendwas. Mal rausnehmen. Perfekt. Ja, manchmal, ich kann nicht, da ist zum Beispiel noch einer, siehst du den? Ja. Also wenn es geht, den rausnehmen. Da ist noch einer. Was? Den da nehme ich raus. Den vorderen, nö. Hey. So. Was macht der? Schläft ein oder was? Was zum Teufel? Den vorderen könnte man rausnehmen, oder? Ja, den vorne bei dem komischen, bei der Engelsstatue. Mhm. Ja, den knippen wir aus. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Oder ist das ein Fehler gerade, dass wir den dass der markiert ist? Ah, jetzt geht's. Ist das ein Fehler? Vielleicht ist das ja ein Toter. Ja, ich glaube auch fast, dass das vielleicht ein Toter ist. Ich knüpfe mir mal den Typen im Dorf vor, den einen Typen da. Oh, da ist noch einer nicht markiert. Wo ist denn der? Lol, da oben. Ja, ist ein Toter. Der ist markiert. Kann man die Markierung wieder aufheben? Ja, bleib ja. Halt da. Och, Gary, jetzt wo das Geräusch kommt, läuft er natürlich weg. Schön, schön. Oh, jetzt kommt einer. Oder? Drückst du eigentlich bei jedem Schuss mit Leertaste und sowas oder was? Oder schießt du auch so? Meistens drücke ich einmal Leertaste, ja. Okay. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, aber das ist ja nur eigentlich vom Sniper, ist es ein realistisches Ballistik-Spiel. Das heißt, es gäbe es ja auch so Fall von Kugeln und so, und da habe ich keinen Bock drauf, irgendwie, dass ich dann hier daneben schieße. Kann man hier eigentlich. Ja. Oh, da ist noch oben einer auf dem Balkon. Na? Oh. Oh,
Einer kommt runter. Ja, da kommt's mehr. Hä? Was zum... Was hast du denn jetzt gemacht? Viermal auf ihn geschossen, er wollte nicht sterben. Ich hab's gemerkt. Hat er gemacht. Das war irgendwie... Oh Mann. So, da ist noch jemand nicht... So. Scheint alles gewesen zu sein. Ja, da war doch gerade noch jemand. Ah ja, da. Da sind zwei gelbe nochmal. Kann ich die noch irgendwie markieren? Ah, ja. Wo ist der denn? Ach, da läuft einer. Ach, da unten ist der. Na komm, Geräusch. Ich mach dem ein Ausrufezeichen auf den Kopf. Jetzt ein Fragezeichen geworden. Der läuft jetzt zu mir hoch, ne? Ja. Den muss ich wohl mit Nahkampf rausnehmen. Der andere schaut ja nicht her, oder? Na? Ja, perfekt. Wo ist denn der andere? Der ist ja da unten. Und diesem Hütchen, Alter. Das Geräusch kam lang nicht mehr, das muss jetzt doch langsam wieder auftauchen, oder? Nimmst du ihn raus? Ja, wenn das Geräusch kommt. Ach, da ist noch einer? Sag mal, das ja. Her. Ah, der läuft jetzt hier hin. Nimmst du ihn mit Nahkampf? Ich versuch's, ja. Bist du links von mir? Ja, wo ist der? Ach, da ist er. Okay, warte, dann geh ich da so rum. Ich hab kein großes Gefühl. Hä? Lol. Feind sucht. Mehr nicht. Tja, müsste das nicht langsam nicht. Alles klar sein? Hey. Beide rennen zum Plan, Fragezeichen. Der wird in diesem Haus sein, denke ich. Ich nehme mal die Pistole in die Hand, nicht der ist bestimmt da... oben. Hallo. Hallo. Was meinst du? Hast du es eingesammelt? What? Dann würde vielleicht nicht hier. Bist du hier unten? Hallo. Hallo. Bist du oben durch die Häuser gegangen? Ein Haus. Ah, machst du? Ja, aufnehmen. Aha. Das mach ist anscheinend. Oben, Ingo. Nee, hier unten bei mir in der Kirche. Ach lol, da hinten bist du schon. So. Und dann rennen wir jetzt links hoch, oder? Und machen Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, Wagen zerstören, Kontrollpunkt. Jo. So, dann. Da lang. Kommen wir da überhaupt hin? Kommen wir da? Da ist so ein kleiner Gang, da kommen wir, glaube ich, durch. Ja. Sehen wir eigentlich gleich aus? Nee. Das ist dieser Weg da hoch. Ah ja, anscheinend. Ja, was? Hä? Hä? What the heck? Achtung, Minen, oh. Oh. Okay, Moment. Warte, ich speichere mal kurz. Ja, bitte. Vielleicht zu rechts bei den Steinen laufen oder sowas. Sind die irgendwie, schauen wir mal, wie offensichtlich. Ah, da, ich hab eine. Das ist ein Stolperdraht. Ah, Stolperdraht. Kann man den entschärfen? Ich versuch's mal. Ja. Sehr nützlich. Ach, man sammelt die sogar auf.
glaube, das war's. Da vorne sehe ich wieder hin. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch der nächste. Dann gehen wir da rüber. Wer sagt's denn? Da ist noch einer. Oder? Ne, ist nur ein Ast. Sorry. Aber gut, ich glaube, da ist eh vorbei, weil da wieder das Schild ist. Schön blöd eigentlich, ne? Ist eigentlich schön blöd. Achtung, Minen, damit man schön drauf gefasst ist. Okay. Boah, stell dir mal vor, das wäre aber echt. Ja, irgendwie wäre es lustig, wenn man einfach so Minen reinlaufen würde. Ah ja, da sind wieder einige Gegners. Ah ja. Das ist ein Offizier. So. Einer ist da nicht markiert. Ach, wo ist denn der? Ah, die drei da hinten, die könnte man da ja mal schnabulieren. Oder zwei, ich sehe den dritten eh gerade nicht. Hast du gerade Stein gemacht? Ja, ich hab gepfiffen. Erst hat nur der eine reagiert. Und dann aus nichts reagieren die anderen auch. Der hat nicht reagiert, der Typ. Alter, da ist noch einer. Weißt du schon, oder? Der steht aber irgendwie unten, kriegt nichts mit. Naja, es geht so. Hast du jetzt geschossen? Warum bist du jetzt? Ja, weil er jetzt die Leiche gesehen hat. Ach so. Lol. Dass ich gerade eben umgedreht, der Typ. Ich habe eigentlich gerade gewartet, bis das Geräusch kommt, aber gut. Bei den Offizieren müssen wir uns mal ein bisschen merken, weil die kann man durchsuchen und da findet man immer so ein Sammelobjekt. Ist mir mal so aufgefallen, dass immer, wenn wir einen Offizier durchsuchen, dass da so ein rechts so ein Sammelcast kommt. Okay. Da ist noch einer nicht markiert. Aber weißt du was? Immer, mir passiert das immer mit der mit dem Fernglas. Ich will das immer ausrüsten und dann zielen. Also dann zoomen und dann bricht es aber wieder ab. Voll doof. Ach so. So ein bisschen näher ran. Na, wo ist der? Ach, jetzt ist er gerade verschwunden. Oh, das ist voll knapp. Du wüsstest gern, wenn ich jetzt pfeife, reagieren alle, also auch die da hinten, oder? Ja, ja, klar. Wahrscheinlich. Weil er sagt so, ein Geräusch? Und er sagt, was, du hast ein Geräusch gehört? Und dann... Oh, nicht jetzt pfeife jetzt. Ich hab da was gehört. Ja, die zwei. Ist nicht gut, weil der andere... Ja. Alle drehen sich zu mir, das ist jetzt doof. Ich werde ihn mit Nahkampf rausnehmen müssen. Da liegt einer. Komm ich hier hoch? Ah, ich bin hier eingekesselt. Scheiße. Ich komme hier nicht weg. Wo ist einer? Komm ich da echt nicht hoch? Nö. Oh shit. Oh ne, bitte komm jetzt nicht zu mir. Wobei, ist gut. Da kommt drauf halt nur einer. So. Komm mal hier. Ich hab gepfiffen. Da bewegt sich was. Das bildest du dir ein. Komm halt her. Komm halt her. Hm?
Der kommt aber nicht daher, das ist Sack. Alles klar, steht da jetzt. Ich hab was gehört. Ja, jetzt kommt er. So. Kann ich mir hier wieder ein bisschen näher rantrauen. Holy moly, da hatten wir richtig irgendwie, was heißt Glück eigentlich? Eigentlich war das jetzt ein bisschen lächerlich, dass die das nicht gecheckt haben. Jemand aus der Einheit wird vermisst. Da kommen sie zu dir hoch, alle beide. Alle drei. Buschwechsel. Zum Glück gibt es da so viele, viele Büsche. Lol, wie sie alle drei hochgammeln, ey. Der Mann ist so nicht gekommen. Oh nein. Alter. Dieses Slang. Oh shit. Jetzt kommst du zu dir. Scheiße. Tritt zu dir. Jetzt kommst du wieder. Lol. Das ist echt gut. Das ist richtig gut. Hast du gerade einen Stein zu mir geworfen? Hey, nee, nicht zu dir. Ein bisschen eher zu mir. Ey, das hast du gut gemacht. Ja. Komm, dann ich den linken und du den rechten. Was? Ja, links, rechts ist gerade. Ja, der gerade geht, den nimmst du. Ich nehme den, der da steht. Okay. Scheiße. Der hat's überlebt. Kopfschuss. Weiß ich nicht, warum man sowas überlebt. So. Ah, da ist noch irgendjemand. Was hat er mich dahin gesehen? Mehr werde ich hier nicht finden. Ja, ich bin so lange zufrieden eigentlich, solange nicht die Meldung kommt, Deckung aufgeflogen. Ja. Bin ich so lange zufrieden. Dann können sie machen, was sie wollen. Bin ich super zufrieden. Ah, da ist nochmal ein Offizier, das muss man uns merken. Ich denke mal, die können wir... Da wäre so ein Sprengding, da könnte ich vielleicht alle beide gleichzeitig ausknippen, aber... Ich könnte ja auch mal erstmal versuchen, einfach Steinchen zu werfen. Oh Gott. So, wenn ich da jetzt ein Steinchen werf. Oh, das sind alle beide nebeneinander. Ja klar, das wieder. Weißt du, es wird ganz kurz gelb 2 angezeigt, ne? So, hä? Und dann, zack, alle 4. Aber wo geht ihr eigentlich? Hast du auch einen Stein geworfen? Nee. Ich hab den Stein zu mir geworfen. Ich glaube, sie hat mich mal ganz kurz gesehen in der Garten. Du könntest eigentlich den einen, ich habe die anderen abgelenkt, du könntest den einen rausnehmen, die gucken jetzt alle zum Stein. Ja, ich lenke den noch, dass wir noch bis weitergehen. Ja, geh halt jetzt weiter, danke. Da geht aber auch keiner hin von denen, ne? Uns weg. Kann ich den ja schon mal wegtragen? Ich leg gerade echt, wenn ich dort auf das Sprengfass da schieße, also auf dieses Sprengzeug, ob alle 3 sterben oder nur 2. Wie groß der Radius ist? Ich glaube, das. Was ist jetzt los? Da hat sich etwas bewegt, Gefreiter. Laufen jetzt. Jetzt ist er zum Stein gelaufen. Lol. Boah, ich überlege gerade beim nächsten Geräusch, ob ich den hinteren vielleicht drauf. Ich hab was gehört. Sehen Sie mal nach, was. Ups. Falsche Taste.
etwas gesehen. Warum rennst du? Hallo, ich pfeif doch, nicht er. Oh, scheiße. Oh, jetzt laufen sie aus dem Trip zu dir. Aber ich wollte zu oft gepfiffen. Mach dich bereit, alle zu killen. Beim Geräusch habe ich mal den Ding rausgenommen. Hast du aber Glück gehabt, Heckschütze. Runter mit euch. Das war die Nase. Ui. Du hast ihm gefallen tun, er hat eine verschnupfte Nase. Jetzt ist er weg. Ach, das war die Mission schon, oder? Sonst nicht mehr. Gut, ja, das war nur den Clearen, den Außenposten. Ich durchsuch mal den. Genau, Six, jetzt haben wir Dienstplan. Oh ja. Ja, genau. So, gut. Dann Map. Da oben ist der nächste Kontrollpunkt. Aber die nächsten zwei Kontrollpunkte, den Wagen und die Sprengladung machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge und schauen wir, ob wir noch dazu kommen, die Sprengladung zu platzieren. So, ich hoffe, dass es mit dem Ruckeln ging. Ich glaube schon, weil ich habe immer wieder mal drauf geguckt und ich glaube, es hat nicht geruckelt. Und wenn, dann wäre es mir nie aufgefallen so richtig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei bei Sniper Elite 4. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.